Jo, liebe Freunde, da bin ich wieder mit Super Mario Maker 2. Im letzten Video haben wir meine eigene neue Kreation, das Haus der vielen Wege, durchgespielt. Da seht ihr nochmal die Level-ID, wenn ihr es selber probieren wollt. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der neue Level baut. Es gibt, glaube ich, auch was Neues von Mistress, wenn ich das richtig sehe. Ein paar von denen, zum Beispiel Heiß und Scharf, Tanz auf der Hölle und den Kibo 3-Way Speedrun, habe ich auch schon offscreen gespielt. Deshalb probiere ich jetzt doch einfach mal Heiß und Schärfer Höllentanz 2 und der ist blind. Dann gucken wir doch mal. Ja, Mario Bros. 1. Das heißt, da habe ich überhaupt keine schönen Mechaniken zur Verfügung. Ach doch, hier. Autsch. Eigentlich wollte ich SMB 2 Mario bleiben. Moment. Also der ist so ähnlich wie der erste Teil. Aber, oh, die Lava steigt ja, Himmel aber auch eins. Autsch. Nein, also ich will mit Hilfe des SMB 2 Mushrooms oben rum. Das muss wehtun, wenn man in eine Kreissäge hüpft. Dass mir auch dauernd dieser verfluchte Knochentrocken auf den Kopf fällt. Geht doch. Und dem blöden On-Off-Schalter da oben an der Decke muss man ja auch noch treffen. Und das ist blöd, wenn man sich dauernd irgendwo den Kopf stößt und deswegen runterfällt. Und außerdem macht das Kopfschmerzen. Ich habe vergessen, umzuschalten. Zu schnell und zu weit geschlittert. Ja, ich probiere hier jetzt wieder alle Fails, die technisch möglich sind, durch. Also, Mistress, an deinen Sprungwinkeln musst du noch arbeiten. Weil wenn man irgendwo oben dran stößt, dann springt man halt nicht dahin, wo man gerne hingehören würde.
Na, geht's doch, Upsala? Will ich da rechts hin, oder? Und welche Tür will ich? Autsch. Ah, ein SMB. Mist. Zweikampf. Ich muss die Kanonenkugeln auffangen, wenn ich das richtig sehe. Und sie... Krampf. Genau das muss ich. Gut, das ging doch eigentlich doch ganz einfach. Aber ich glaube im... Moment. Ich wollte jetzt gerade einen Satz anfangen, von wegen, also mit Rekordjagd fange ich da aber besser nicht an, im Gegensatz zum ersten Teil. Erster. Ich bin Erster und hab den Rekord außer Konkurrenz. Dann verbessern wir, erstmal geben wir einen Toll, und dann verbessern wir den Rekord doch schnell nochmal, bevor eine gewisse Kyoko oder ein gewisser Kira oder eine gewisse Emily mir den Rekord wegsnipen. Das machen sie früher oder später. Ah, fuck, sowieso. Aber man muss es ihnen ja nicht zu leicht machen. Weil irgendwie die Level von Mistress haben die Spezialität, da prügeln sich Emily und Kira und Kyoko und teilweise auch Olli noch um den Weltrekord. Und Otto Normalspieler hat das Nachsehen. Also wirklich optimal gespielt habe ich immer noch nicht. Aber für den Anfang soll's jetzt mal reichen. Ich war schneller als beim ersten Mal. Das müssen jetzt Emily und Kyoko und Kira und Olli erstmal überbieten. Wieso gehe ich auf Neustart? Ich wollte eigentlich auf Beenden gehen. Ja gut, wenn ich jetzt eh schon mal auf Neustart gegangen bin, probieren wir's halt nochmal. Vielleicht werde ich ja nochmal ein paar Millisekunden schneller. Uppa, uppa, uppa. Das war gerade klassisch übers Ziel hinausgeschossen und hat mich jetzt bestimmt noch eine halbe Sekunde gekostet. Wie auch immer. Trotzdem neuer Rekord und wie gesagt, den müssen die anderen erstmal schlagen. Gut, wo gibt's noch was Neues? Chibi habe ich durch, ich meine... Kyoko hat auch neue Level gebaut. Gibt's was Neues von Olli? Kenn ich die schon alle?
Ja, die kenne ich schon alle, aber der Venyx steht weit oben in der Liste. Gibt's von dem auch was Neues? Tatsache, stimmt, der hat ja den Gizmo-Level, inspiriert von Kyokos Katze, gebaut. Aber erstmal will ich gucken, was Kyoko alles Neues hat. Und danach gucke ich mir vielleicht noch Gizmo an. Gut. Was davon habe ich jetzt wo wie irgendwie gespielt? Ich glaube, bei den habt ihr ja schon gesehen, der ist schwer und den habe ich gefailt. Welt 1 und Castle of Swamps. Ach Gott, meinetwegen. Machen wir es der Reihe nach. Die habe ich zwar schon in Kiras Stream gesehen, aber selber noch nicht gespielt. Dann wird's halt mal Zeit. Krieg ich dein Panzerchen? Und genau diese Feuerblume habe ich jetzt langsam mal gesucht. Und ich bin sie schon wieder los. Finde ich gut. Also, Kyoko übertreiben kann man's auch. Kommt da rechts was raus? Nein, anscheinend nicht. Achso, da ist ja schon das Ziel. Gut, auch recht, auch recht. Aber meilenweit vom Rekord entfernt. Nee, also, das probiere ich gar nicht erst. Ich habe da gegen diese Freaks sowieso keine Chance. Also, der Level war ja ein bisschen einfacher, aber jetzt wird's schwieriger. Castle of Swamps. 3 Minuten 18 Sekunden hat Kira dafür gebraucht. Dann schauen wir doch mal. Ups. Upp. Aber dem Level kommt zugute, dass es Super Mario World Stil ist. Deshalb habe ich mehr Motivation, mich da jetzt durchzubeißen. In die Röhre, Mario. Danke. Spring doch. Ich hab den Drehsprung vergessen. Kann ja mal passieren. Autsch. Und jetzt habe ich den On-Schalter nicht erwischt und bin deshalb
freudestrahlend in die kochende Tomatensauce gefallen. Ja, ich werde mir auch gleich noch Tomatensauce machen mit Nudeln. Hab nämlich heute noch nicht zu Abend gegessen. Das heißt, das wird noch Zeit. Vorausgesetzt, ich komme jemals wieder aus diesem Schloss heraus. Das ist ja noch nicht so ganz sicher. Wenn man langsamer macht, um nicht auf den blauen Blöcken zu weit zu schlittern und den Wump zu küssen, dann ist man zu langsam und erreicht unter Umständen nicht den Arx. Den Arx erreicht man dann tatsächlich nicht, aber unter Umständen auch nicht den On-Off-Switch. Ja gut, aber über sowas zu fluchen steht mir ja eigentlich gar nicht zu, weil ich ja auch selber so Gemeinheiten wie zum Beispiel Münchhausens Wandertag bastle. Von daher ist das Leben doch gemein. Aber Münchhausen musste zumindest nicht auf einem fliegenden Wump balancieren. Der musste nur auf Kanonenkugeln rumhüpfen. Das ist nochmal was anderes. Also diese Röhre, die kenne ich inzwischen schon besser als meine Westentasche. Da federt man auch irgendwie immer zu hoch ab und dann ist der Wump, wenn man runterkommt, schon längst wieder unter einem weg. Kann man den Wump irgendwie triggern, dass ich ihn... Ich hatte die Hoffnung, dass es eventuell leichter geht auf dem Rückweg. Das muss ich noch ein paar Mal optimieren. Aber vielleicht geht das wirklich. Das geht tatsächlich. Kyoko, war das die gewollte Strategie, dass man das so machen muss? Oder habe ich da jetzt was Neues rausgefunden? Autsch. Und der Cooper hat mich gezwickt. Und der Level ist auch ganz schön verzwickt. Thank you.
Zumindest dieser Wump geht inzwischen ziemlich einfach. Aber der Koopa, der ist ein Mistvieh wie eh und je. Hier kann ich nicht so verarschen wie den ersten, da muss ich wirklich versuchen, irgendwie mitzukommen. Aber das geht doch gar nicht! Man sollte diese Wumpse einfach alle mit einem schweren Hammer zertrümmern. Jawohl. Fun Fact, wenn's in diesem Level und vor allem in diesem Game-Style das Baumeisterkostüm gäbe, dann könnte man das sogar tatsächlich machen. Und dann muss man auch noch auf den anderen Scheißdreckswump umsteigen. Im Flug! Geht ja nicht! Gut, das war jetzt die Säge. Ein Glück, dass das wenigstens kein Speedrun-Level ist, wo man den ganzen Mist auch noch unter Zeitdruck machen müsste. So Level gibt's ja auch zur Genüge. Hier hab ich zumindest alle Ruhe der Welt, um jeden einzelnen Sprung in Ruhe anzuvisieren, und es bringt mir trotzdem nichts.
Schildkröte, spring doch einfach in die Tomatensoße und dann gibt's eine schöne Schildkröten-Tomatensuppe. Wie wär denn das? Und der... Nein. Ich sag jetzt nicht, dass der Wump mich mal am Arsch lecken kann. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das Problem ist nur, wenn der das wirklich tut, dann... Steine im Hintern stelle ich mir nicht so angenehm vor. Wie weit geht der Quatsch eigentlich noch weiter, wenn ich durch den Wump durch bin? Und kommt dann wenigstens mal sowas Ähnliches wie ein Checkpoint? Nein! Nächstes Mal nehme ich meine Gartenschere mit und beseitige diese verfluchten Mannschere. Jetzt habe ich vergessen aufzusteigen, also zweite Runde. Und wenn dann da hinten, nach der Röhre, also nach der grünen Röhre, nicht wenigstens endlich zumindest ein Checkpoint kommt, dann kann mich der Level mal. Diese grüne Röhre da, mein ich. Wenn ich Glück hab, kommt dahinter vielleicht sogar schon das Ziel, weil ich komme dann ja wieder in die Ebene, wo das Ziel sein müsste. Ich wollte nicht so viel dummes Zeug labern, dann vergesse ich nämlich im richtigen Moment aufzuspringen. Drehsprünge über Wumps sind genauso schlimm oder noch schlimmer wie Drehsprünge auf Knochentrocken. Und einen Wump von oben auf den Kopf zu kriegen, ist auch nicht sehr angenehm. Und wenn man da auch nur einen Pick
Pixel zu früh springt, landet man in der Säge und dann existiert man zweimal, aber halt nur noch jeweils halb so groß. Was sagt eigentlich die Videolaufzeit? Ich glaube, ein bisschen haben wir noch. Leider. Ich würde den Level nämlich gern an die Wand klatschen und einen Wump dann noch direkt drauf wumpsen lassen. Rrrk. Ups. Jetzt habe ich wenigstens mal alle Münzen erwischt. Zumindest ein kleines Erfolgserlebnis. Ein ganz kleines. Kaufen kann ich mir davon aber auch nichts. Na gut, wenn ich 100 hätte, könnte ich mir davon ein extra Leben kaufen. Aber stattdessen bin ich mein Leben los. Jetzt nichts. So. Jetzt spoiler ich mir mal ein bisschen, was ich will jetzt nämlich gucken, wie viel noch gekommen wäre. Also ich wäre aus irgendeiner grünen Röhre wieder rausgekommen. Ja. Ich sehe es ganz klein auf der Übersichtskarte. Ja, da kommt noch ein ganzer zweiter Abschnitt. Ne, das schaffe ich niemals. Never ever. Es ist ein schönes Schloss, aber nein, ich kann das nicht. Tschüss. Gucken wir uns nächstes Mal lieber die Katze von Kyoko an, anstatt Kyokos Level selber.
Gizmos Feuerfluch. Aber wie gesagt, nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Arrivederci. Bye bye. Sayonara. Winke, winke. Und bis dann.